Hallo, hier ist mal wieder der Andi. Heute habe ich ein kleines Schmankerl für euch. Heute werden wir meinen sehr beliebten kleinen Fisch an der Angel flechten. Ist gar nicht so schwer, ich zeige es euch und das Video wird auch heute nicht so lang. Also, viel Spaß dabei. So, an Material brauchen wir heute eigentlich nur Weide und ansonsten an Werkzeugen eine Schere. Und wenn ihr habt, eine Rundzange. Ansonsten geht das auch mit dem Friemen oder dem Dorn. Und dann werden wir mal loslegen. Dieser Weidetrieb, den ich heute verwende, ist ca. 1,40 Meter lang. Und hiervon verwende ich jetzt ungefähr so eine Handspanne breit. Das sind etwas mehr als 20 cm. Und an dieser Stelle werde ich jetzt mit der Rundzange einen Kniff machen. Das heißt, ich drücke das zusammen. Einmal kurz geknifft und das war's auch schon. Jetzt wird das Ganze zu einem kleinen Haken zusammengeschoben, dann ein bisschen auseinandergezogen. Das macht man eigentlich nur, damit man hier so eine Rundung reinbekommt. Und wenn man das jetzt übereinander legt, sieht man schon, was es werden soll. Ja, ich denke, so kann man das ganz gut sehen. Es ist wichtig, dass das dicke Ende über dem langen, dünnen Ende liegt, so dass man das hier drüber festhalten kann. Dann geht man hin, nimmt wieder die Rundzange und knifft etwa auf gleicher Höhe, wie hier oben das Ende ist, unten auch nochmal an. Das gibt die Schwanzflosse. Dann biegt man das Ganze nach oben. Und jetzt komme ich mal ein bisschen näher ran. Jetzt wird es nämlich knifflig. Ich benutze den Daumen als Gegenlager, leg das um das obere Ende drumherum, ziehe das ganz eng einmal komplett rum, 360 Grad, und überfleche das auf die gegenüberliegende Seite. Wenn das zu schnell für euch war, könnt ihr gerne nochmal zurückspulen und dann kann man das immer wieder ansehen. Jetzt haben wir hier im Prinzip quasi das lange Ende auf der gegenüberliegenden Seite, halten wieder in so einen Klammergriff hier fest, das Ganze, sodass nichts wieder aufgeht, und gehen mit dem langen Ende einmal um den unteren Teil des Fischs drumherum und ziehen das hiermit durch. So, jetzt haben wir es einmal durchgezogen. Jetzt kann man das loslassen und so sieht das Ganze jetzt aus. Jetzt halte ich das wieder fest und gehe wieder um den Fisch drumherum und diesmal von der Seite durch den Fisch. Also im Prinzip jetzt im Zickzack immer das Gleiche. Einmal drumherum, durch den Fisch durch. Nach oben und wieder drumherum, durch den Fisch, nach oben und nochmal durch den Fisch, nach oben und nochmal. Zack, und das war's schon. Damit ist der Fisch eigentlich schon fertig. Das Einzige, was ich jetzt noch mache, ist, dass ich das Ende natürlich ein Stück abschneide. Man kann natürlich das Ganze auch noch enger ausflechten. Allerdings finde ich den stilisierten Fisch, so wie er jetzt ist, eigentlich am besten. Jetzt kann man den hier oben quasi am Maul an eine andere Weide hängen. Das haben wir jetzt hier mal eine neue Weide. Die ziehe ich im Prinzip nur einmal hier durch. Dann mache ich einen ganz normalen Knoten eigentlich rein. Einmal wieder durch die Mitte durch. Ziehe das Ganze zusammen. Und schon hängt er. Und fertig ist die Fischangel. Ich hoffe, das heutige kleine Flechtobjekt hat euch gefallen. Wenn das so war, gerne einen Daumen hoch da lassen, gerne auch den Kanal abonnieren. Hier oben werde ich euch noch die anderen Flechtvideos verlinken und ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, tschüss, euer Andi.